Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil ich irgendwie ein Gefühl habe, dass das ein längerer Weg sein könnte durch dieses, ich habe es vergessen, Dimensionstor, keine Ahnung wie es heißt. Und das wollen wir jetzt in dieser Folge machen. In der Hoffnung, dass DHL nicht zwischendurch klingelt. Mystisches Tor, hierhin können sie noch nicht reisen. Wieso kann ich da nicht hinreisen? Moment, da muss ich hin. Seele aus zweiter Hand. Nee, oder? Wo muss ich denn hin? Das ist schon mal eine gute Frage. Brocks Laden. Die Zwischenwelt. Genau, die Zwischenwelt. Da wollen wir doch hin. Zack. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Da sollen wir jetzt runter? Da ist eine Stadt oder sowas. Oder was ist das da? Oder ist das ein eckiges Monster? Ich bin mir nicht sicher. Wir springen mal einfach runter. Ihr ist hier über den Rand getreten. Und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Nimm den Jungen mit. Sein muss, Freunde. Es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das haben sollte. Das ist unglaublich! Ich dachte, da wäre eine Brücke! Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist Prüfungen? Mir aufgefallen. Oh Gott. Ich glaube, es war gut, dass wir einen Cut gemacht haben. Wenn ich schon das Wort Prüfungen höre, dann wird mir nämlich gerade schlecht. Das war vielleicht das, was wir gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das die gleiche Rune, die da oben ist, wie... ich weiß gerade nicht, wo wir sie gesehen hatten. Hallo. Sind hier irgendwelche Gegner? Wenn ja, bleib bitte weg. Der Sockel. Den Eintrachtstein nutzen. Moment, ich muss hier erstmal ein bisschen einsetzen, ne? Was ist das? Okay, meine Rage ist gerade aufgefüllt worden. Ich glaube nicht, dass das so ein gutes Zeichen ist. In Kombination mit dem Wort Prüfung könnte es ein sehr schlechtes Zeichen sein. Oh Gott. Oh nein, der Stein ist fort. Der Turm. Er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh, wow, oh. Oh nein, das hier ist beträchtlich schlimm. Wo kommen die alle her? Hallo? Hinter mir, Bruder! Von hinten! Ja, müssen wir erstmal ausweichen können und schlagen können. Und überhaupt. Lass mich doch heilen, Glückmann. Ich bin extra, sag mal, ich bin hier extra ausgewichen, 20 Meter zurückgesprungen. Gut, dass das vorbei ist. Ist es wirklich vorbei? Wo sind wir jetzt? Das ist Alfheim. Guten Abend, Apollo. Nein, ich glaube nicht. Oh, Scheiße. Pass auf!
Doch, doch, du bist soweit. Au. Huch, da ist noch einer. Wo kommt denn jetzt her? Vorsicht, Vater! Oh nein, ich tue auch noch. Noch nicht! Doch! Du musst das jetzt machen! Ich werde jetzt angegriffen, nicht später. Oh Gott, überhaupt nicht ausgewichen hier. Keine Kondition. Oh Leute, ernsthaft. Welcher ist denn jetzt der? Oh, ernsthaft. So, erstmal Chancengleichheit hier. Ja, dann mach. Ich sehe es doch, Junge. Boah, ey. Dann guck, dass du schneller so weit bist. Ich laufe aber auch mal genau dahin, wo er es haben will, habe ich so das Gefühl. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Das war hart. Wo kommen wir wohl als nächstes hin? Ich will es gar nicht wissen. Oh nein, sind wir wieder in Hehl? Oh je, da kommen sie. Wer? Direkt hinter dir. Diesen kleinen, das ist gut. Oh, die hasse ich. Oh, die hasse ich auch. Oh, jetzt ist richtig. Hallo. Ich weiß. Wieso hat er das nicht gemacht? Hallo. Du sollst ausweichen, Junge. Ich will doch einfach nur mal diese Scheißheilung nehmen. Danke. Okay, die sind schon mal weg. Sehr gut. Jetzt reicht es aber wirklich. Ja, tut es. Können wir jetzt mal endlich aufhören hier? Oh, oh. Rot ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Nee, rot ist immer schlecht. Vorsicht, rechts! Oh Gott! Oder toll gleichzeitig. Nicht wirklich gerecht.
Ihr könnt mich alle mal. Was das jetzt endlich? Nein, ich bin nicht. Hallo, ich will mich bewegen. Es ist vorbei. Ja, aber wo sind wir? War's das? Jetzt ernsthaft? Oh Gott, ey. Ich habe gerade nur noch rot gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hatte ich so Panik, dass ich einfach nur noch auf die Dinger hier drauf geknallt habe. Auf die RS, auf die Rage. So. Oh. Hallo, Weltenschlange. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tiers Weltenkammer nach Jütenheim bringen. Wie hat Tier das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschein anzünden und sehen, was geschieht. Hallo Weltenschlange, dich mag ich, aber den komischen Typen vor dir mag ich nicht. Kannst du den nicht einfach kaputt beißen oder so? Oh Gott. Könnten wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube, das hat er schon gelesen, oder? Hier ist Feuerschalen. Ein Symbol des Lichts, das alle Welten verbindet. Aber wozu diese seltsamen Runen? Voilà. Jetzt, wo du es sagst. Das ist untypisch. Ich bin mir nicht so sicher, was jetzt passiert. Aber mindestens der Große, denke ich mal, wird gleich kommen und kämpfen wollen. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht so schnell durchlaufen. Oder ich habe ihn noch nie gesehen. Ich meine, das kann natürlich auch sein, dass der mir so gar nicht aufgefallen ist bisher. Nee, hier müssen wir nicht. Wir müssen da hinten rein, ne? Lieber Großer, braver Großer, du bleibst an deinem Platz. Sehr schön. Das sah jetzt irgendwie alles ein bisschen seltsam aus. Sind wir hier nicht wieder beim Zwerg? Können wir nicht einfach bei euch bleiben? Ihr beide macht wirklich gern Radau, was? Warum? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. So. Jetzt sind wir wieder hier. Wo wir eben auch schon mal waren. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden. Aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Ja, und wie immer stehe ich auf der falschen Seite zum Reisen. Was hat er jetzt gesagt? Nach Jötunheim müssen wir wieder, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin doch so richtig am Zittern innerlich wegen dem Kampf gerade. Aber gut, wir gehen jetzt aufs Finale, denke ich mal, zu, ne? Weil das ist so. Es wird immer krasser, finde ich. Nee, Moment. Halt, stopp. Nee, Jütinheim, sind wir jetzt? Können wir hinreisen? Nee, da müssen wir hinreisen. Es ist soweit. Es geht los. Okay, meine ich doch. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimir. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Wer weiß, wo er es versteckt hat. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Okay. Das heißt, wir können jetzt aber hier wieder raus, oder? Ja gut, theoretisch finden wir die ja überall, wenn wir rausgehen, ne?
müssen wir hier noch in der Gegend herumlaufen und ein Auge holen, was einem gestohlen wurde. Also ehrlich, das nimmt hier Ausmaße an in diesem Spiel. Das ist ja... Nee, ich muss irgendwie mit dir reden. Hallo? Geht das auch vorne mit B? Weil das ist so komisch angezeigt hier. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimires zweites Auge? Oh. 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 Das... Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich... Oh. 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 Er gab mir den Auftrag. Oh. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich... Oh. Oh. Lehnte ab. Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Oh. 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 Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Na, ob die so begeistert davon ist, wenn wir sagen, wir müssen... Liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Nein, haben wir noch nicht. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, ob der uns jetzt helfen kann. Ziele. Ziele, also das ist klar... Wir haben aber noch... Nee, Moment, jetzt bin ich bei Artefakte. Moment, abgeschlossen. Haben wir alles gemacht? Wir haben doch das gar nicht gemacht, was die wollten, oder? Schwarze Rune. Weg zum Berg, das war ja der Anfang. Hm. Haben wir die Sachen... Ah, das sind die... das sind Gefallen. Okay. Eine Walküre besiegen, die Minen betreten, Brocks Freund finden oder was von ihm übrig ist. Brock hat uns gebeten, seinen Freund, den Alchemisten, zu finden. Aber Brock hat uns den Zugangsstein für die Minen gegeben. Vielleicht sollten wir mal einen Blick riskieren. Belohnung seltener Knauf. Ja. Frage ist, bringt uns das jetzt viel... Vielleicht können wir mit Mutter reden. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ignoriert, glaube ich. Ja, seltener Knauf. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt tatsächlich so weiterbringt. Wenn er allerdings schon sagt, dass wir hier irgendetwas machen sollen, dann muss ich ganz ehrlich sagen... Moment, bei den... Da kann ich nur das andere verbessern. Oder? Moment. Nee, da kann ich auch bei uns was verbessern. Rundumangriff. Boah, das ist sehr teuer, aber gut. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist hier mit? Den können wir gerade so auch machen. Das ist... Das Halten von RT lädt den Angriff auf und erzeugt einen stärkeren Hieb. Ja... Wobei, das untere macht eigentlich mehr Schaden, ne? Löst bei Berührung mit Gegnern eine gewaltige, flächendeckende Erschütterung aus, die Gegner in der Nähe trifft. Achso, das ist die Verbesserung. Da muss ich aber L, B und RT gedrückt halten. Das ist immer eine komische Kombination. Okay, das muss ich hier allerdings auch, sehe ich gerade. Ein verheerender Schlag. Das ist schon auf Stufe 2. Wirft die Chaosklinge auf einen Gegner.
Na gut, auf einen Gegner, ne? Das andere ist halt... Da kannst du eine ganze Gruppe treffen, deswegen... Ich verbessere das mal. Hier noch irgendwas? Na gut, Schild ist natürlich... Da können wir sowieso nichts machen bei ihm. Ja, das, was wir ausgerüstet haben, ist schon verbessert. Das hatten wir, glaube ich... Nee, das können wir nicht verbessern, aber zu wenig für. Puh. Fertigkeiten, können wir da noch irgendwas mitmachen? Das ist alles... Ne, das ist so alles frei. Ja. Das ist... Ist das neu? Nee. Warum da jetzt ein Ausrufezeichen steht, weiß ich allerdings nicht. Das haben wir soweit alles gekauft, wenn ich das richtig sehe. Und das auch. Okay. Rüstung. Rüstung haben wir nicht mehr geguckt. Da können wir auch nichts mehr machen. Nee, die anderen, die sind definitiv schlechter. Gewährt einen Gesundheitsschub. Ja, wäre natürlich schon geil, aber Glück der Zeiten, eine Erinnerung an Kratos' verstorbene Frau, Abwehr und Glück. Die Abwehr ist halt sehr hoch, ne? Zu den Plätzen. Abwehr und Glück. Ich denke, wir brauchen die. Ich meine, klar, ein Gesundheitsschub wäre natürlich auch nicht schlecht, aber da ist das Glück runter, was auch immer das bedeuten mag. Erhöht die Aktivierungschance des Bonus, erhöht XP und Hacksilber. Gut, das können wir natürlich gut gebrauchen, ne? Und die Abwehr ist halt runter. Erhöht die maximale Gesundheit und schwächt die Reaktion auf gegnerische Angriffe ab, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, dass wir das so lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt passieren wird, aber wenn der Kopf uns sagt, dass wir uns auf das Schlimmste gefasst machen sollen. Ich meine, vielleicht ist die Schlange ja auch gütig und sagt, ich kotze euch das Ganze jetzt mal aus und spucke euch das für die Füße. Ich denke allerdings, dass das eventuell ein bisschen schlimmer werden könnte. Und wie gesagt, ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass wir jetzt auch wirklich Richtung, also von der Story her und von den Kämpfen her Richtung Finale uns aufmachen. Ich habe so eine Befürchtung, wen wir dann da wahrscheinlich treffen werden. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich kann dann nochmal offline eben speichern und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.